Hallo, ich bin Tom Kopp und ich habe die ILA-Werkstattreihe gegründet, in der wir uns mit der imperialen Lebensweise und der solidarischen Lebensweise auseinandersetzen. In der imperialen Lebensweise sehen wir das Prinzip, dass einige wenige Menschen, eine sogenannte transnationale Verbraucherklasse, auf Kosten der anderen lebt, auf Kosten einer großen Mehrheit der Menschen und auch auf Kosten der Natur und damit auf Kosten zukünftiger Generationen. Diese Ideen haben wir 2017 in dem Buch Auf Kosten anderer, wie die imperiale Lebensweise das gute Leben für alle verhindert, veröffentlicht. Im darauf folgenden Projekt haben wir uns mit der solidarischen Lebensweise auseinandergesetzt. Und das Ziel war es, ein Konzept zu entwickeln, das der imperialen Lebensweise gegenübergesetzt werden kann. Also ein Leben, das nicht auf Kosten anderer stattfindet. Dazu haben wir uns mit bereits im Hier und Jetzt gelebten Utopien auseinandergesetzt. Also Projekte, Initiativen und so weiter, die schon jetzt ein gutes Leben für alle ermöglichen wollen. Und basierend auf diesen Erkenntnissen entwickelten wir fünf Leitplanken, die die solidarische Lebensweise oder auch das gute Leben für alle charakterisieren. Im Folgenden möchte ich nun die fünf Leitplanken der solidarischen Lebensweise aufzeichnen. Der erste Eckpfeiler ist die Demokratisierung. Das bedeutet, dass alle Menschen einer Gesellschaft die notwendigen Mittel haben, in Entscheidungsprozessen zu partizipieren. Da dies eine erstmal emotionale und soziale, materielle Stabilität voraussetzt, ist der erste Schritt für die demokratische Teilhabe ein Stück weit Umverteilung. Ein zweiter Punkt ist die Ausbildung dazu, zu den emotionalen und sozialen Kompetenzen, die auch des Weiteren eine demokratische Teilhabe ermöglichen. Demokratisierung ist auch eine Strategie der Ermächtigung. Das schließt das Wirtschafts- und Bildungssystem mit ein, sowie auch das Energiesystem, Transportsystem und so weiter. Wichtig ist dabei, dass diese Regeln kein starres Gebilde sind, sondern immer wieder ein komplexer Aushandlungsprozess, der sich an sich veränderte Gegebenheiten anpasst. Und zuletzt bedeutet Demokratisierung für uns auch ein Stück weit Relokalisierung. Das bedeutet, dass das Prinzip ist, auf so niedrig wie möglichen Ebenen alles zu entscheiden, wo es entsprechend notwendig ist. Natürlich gibt es weiterhin globale Fragestellungen, wie beispielsweise die globale Einhaltung von Menschenrechten oder dass wir innerhalb der planetarischen Grenzen bleiben, also beispielsweise CO2-Emissionen reduzieren. Da dies Entscheidungen sind, die die gesamte Menschheit betreffen, müssen diese auch weiterhin in transnationalen Institutionen getroffen werden. Ganz viele Entscheidungen betreffen aber nicht die ganze Menschheit. Und diese sollten unserer Ansicht nach entsprechend auf den dafür niedrigst möglichen Entscheidungsstrukturen getroffen werden. Der zweite Eckpfeiler der solidarischen Lebensweise ist das Commoning. Commoning bedeutet nach wie vor, oder es ignoriert nicht die Tatsache, dass Menschen auf materielle Gegenstände, materielle Werte für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse angewiesen sind. Es geht aber eher um einen Wechsel der Perspektive auf diese materiellen Güter. Im aktuellen System wird die Produktion und die Verteilung über das Marktprinzip geregelt, einschließlich Profitmaximierung und Knappheit. Commoning hingegen bedeutet, dass sich die Gesellschaft gemeinsam überlegt, wie die Bedürfnisse aller gedeckt werden können und nicht auf Kosten anderer. Dass das auch im heute bereits bestehenden System funktionieren kann, sind genossenschaftliche Projekte, genossenschaftliche Unternehmen, wie beispielsweise das Mietshäuser-Syndikat. Darin werden systematisch Wohnflächen dem allgemeinen oder dem normalen Mietmarkt entzogen, um sie genossenschaftlich zu verwalten, um eben also vorbei am Marktprinzip sozusagen, den Zugang zu Wohnraum auch für diejenigen mit weniger Geld zu gewährleisten. Eine weitere Kontur der solidarischen Lebensweise ist das Prinzip der Reproduktion. Denn wenn wir ernst nehmen, dass Menschen aufeinander und auf die Natur angewiesen sind, verschiebt sich der Fokus unseres Schaffens weg hin von dem ausschließlichen Fokus auf die Erwerbsarbeit, hin zu allem, was Menschen und der Natur hilft, dass es ihnen gut geht. Im heutigen System
findet Wertschätzung vor allem über den Prozess der produktiven Tätigkeit statt, des Produzierens sozusagen. Während hingegen alle Tätigkeiten, die unter den Begriff Sorge fallen, also das Pflegen von Alten, von Kranken, die Aufzucht von Kindern, aber auch beispielsweise das Füreinander musizieren, Kunst darstellen oder herstellen, bis hin zum Erhalt der Natur, werden häufig weniger wertgeschätzt, sogar dann, wenn diese als Beruf ausgeübt werden. Das Prinzip der solidarischen Lebensweise hingegen stellt genau diese Tätigkeiten ins Zentrum. Sie sind es, denen größerer Wert beigemessen wird. Denn sie sind es, die letzten Endes das ausmachen, was wichtig für die Menschen ist, nämlich ein gutes Leben und ein Leben, das die Natur nicht zerstört. In der imperialen Lebensweise hingegen werden die Kosten vor allem auf die Natur oder auf die Menschen, was überwiegend Frauen sind, die ausgelagert, die die Sorgearbeit vollziehen. Und in der solidarischen Lebensweise hingegen werden genau diese Tätigkeiten aufgewertet. Menschen werden in der Logik der solidarischen Lebensweise als verletzliche Wesen ausgemacht, letzten Endes, die Einbettung in die Natur und in die Gesellschaft brauchen, damit es ihnen gut geht und damit sie ein gesundes und gutes Leben führen können. Der vierte Eckpfeiler der solidarischen Lebensweise ist das Prinzip der Dependenz. Dieses Prinzip beschäftigt sich vor allem mit dem Verhältnis zwischen dem Menschen und der Natur. Und die zugrunde liegende Idee ist es hier, die Natur und die Menschheit als abgeschlossene Identität nicht mehr wahrzunehmen, sondern vielmehr die Natur als unsere Mitwelt wahrzunehmen, mit der wir als Menschen vielfältig verwoben sind. In der imperialen Lebensweise wird die Natur vor allen Dingen als Lager für Rohstoffe, die wir beliebig ausbeuten können, wahrgenommen oder als Mülldeponie, in der wir unseren Abfall entsorgen können. In der solidarischen Lebensweise hingegen übernehmen wir Verantwortung für die Natur. Das bedeutet, dass die Natur auch innerhalb der demokratischen Entscheidungsfindungsprozesse, wie ich sie gerade eben dargestellt habe, auch explizit eine Rolle einnimmt. Und das kann beispielsweise dadurch geschehen, dass gewählte Fürsprecherinnen oder Fürsprecher in diesen Entscheidungsprozessen selbstständig die Interessen der Natur vertreten und in den Entscheidungsfindungsprozess einbringen. Und nun zum fünften und letzten Prinzip der solidarischen Lebensweise, nämlich dem Prinzip der Suffizienz. Dahinter steckt, dass wir dem Credo der imperialen Lebensweise, das Mehr ist besser, vielmehr eine neue Idee des Genug entgegenhalten. Und hinter diesem Genug steckt eine doppelte Forderung. Das bedeutet nämlich zuerst, dass den Menschen, die aktuell nicht genug haben, um ein Leben in Würde zu führen, so viel bekommen, um ihre materiellen Bedürfnisse zu stellen, um ein gutes Leben überhaupt führen zu können. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass diejenigen Menschen, die ein Leben führen, dessen ökologischer Fußabdruck weit über jeglichen Grenzen der Biosphäre ist, diesen reduzieren müssen. Und das gilt nicht nur zwischen Gesellschaften, sondern auch innerhalb von Gesellschaften. Auch innerhalb von Gesellschaften sind Macht, Geld, Reichtum sehr ungleich verteilt. Und da geht es auch darum, dass diejenigen, die zu viel verwenden, zu viel emittieren auch letzten Endes, ihren Konsum auf eine Menge reduzieren, die global nachhaltig ist. Wichtig ist dabei aber, dass es dabei nicht notwendigerweise um einen Verzicht geht. Es geht nicht darum, weniger Bedürfnisse zu befriedigen, sondern es geht vielmehr darum, den Fokus zu verschieben, nämlich darauf, wie können die Bedürfnisse befriedigt werden. Die zugrunde liegenden Bedürfnisse, die zu einem exzessiven Konsum führen, sind ja nicht, dass die Menschen damit grundlegende Bedürfnisse wie nach Nahrung, nach Unterkunft oder nach Mobilität erfüllen. Es geht darum, zu fragen, wie können diese Bedürfnisse anders erfüllt werden. Die Bedürfnisse selbst sind natürlich legitim, aber wie können diese Bedürfnisse erfüllt werden, ohne dabei auf Kosten anderer, auf der Natur und auf zukünftiger Generationen erfolgen? Das ist die Herausforderung, die mit Suffizienz gemeint ist. Wir haben gesehen, diese fünf Leitplanken beschreiben die grobe Richtung, in die wir uns bewegen müssen, um das gute Leben für alle zu erreichen. Sie sind vielfältig miteinander verwoben, nicht immer komplett widerspruchsfrei, aber sie zeigen die grobe Richtung an. Sie basieren auf Erkenntnissen aus bereits im Hier und Jetzt gelebten realen Utopien. Diese stellen ein Mosaik dar für das gute Leben. Für alle vielfältig
und gerecht.